Problem des Kommunismus. Unsere Veranstaltung dreht sich ja um das Problem, dem Kommunismus überhaupt eine Bestimmung geben zu können. Das Problem hat bekanntlich zu der Einsicht geführt, dass der Kommunismus eine Leerstelle bleiben muss, das heißt ein Platzhalter, der Begriff für das Universelle und das ganz andere, sowie für den radikalen Bruch mit der kapitalistischen Gesellschaft. Anders sieht es dagegen mit diesem Bruch aus, also mit der kommunistischen Revolutionierung des Kapitalismus. Hier gibt es durchaus den Versuch einer Bestimmung. Ja, es gibt sogar verschiedene Entwürfe dessen, was man als eine Revolutionstheorie bezeichnen könnte. Und meine Aufgabe wird es sein, die zentralen Entwürfe einer solchen Theorie zusammenzustellen. Um das in der kurzen Zeit anschaulich zu machen, will ich durch bestimmte Zuspitzung und Vereinfachung eine Entwicklung innerhalb der verschiedenen Revolutionstheorien herausarbeiten. Als erstes werde ich die Revolutionstheorie des traditionellen Marxismus vorstellen, also der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie der ersten Stunde. Hier wird die Revolution wie eine objektive Notwendigkeit gedacht, die in der gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklung angelegt ist. Diese Vorstellung war vielleicht sogar das große Vorbild aller neuzeitlichen Ideen einer kommunistischen Revolution und kann daher als die klassische Idee bezeichnet werden. Hier will ich dann einen zentralen Einwand und eine Art Ergänzung gegenüberstellen, denn die klassische Idee geriet im Grunde schon in der russischen Oktoberrevolution in die Krise. Zumindest gehört seitdem zur objektiven Notwendigkeit, die in der Gesellschaft immanent angelegt sein soll, auch ein sogenannter subjektiver Faktor dazu. Und diesen subjektiven Faktor werde ich an Lenin und Georg Lukács ausweisen. Danach will ich auf die kritische Theorie eingehen. Sie hat bekanntlich eine grundsätzliche Abkehr von den emphatischen Erwartungen an die geschichtliche Entwicklung und auch an die Revolution vorgenommen. Für diese Negativität und den Pessimismus innerhalb der kritischen Theorie steht neben Max Horkheimer vor allem Theodor W. Adorno, an dem ich die Abkehr daher darstellen will. Abschließend möchte ich dann drei aktuelle Entwürfe einander gegenüberstellen. Sie sind weder dem traditionellen Marxismus noch der kritischen Theorie zuzurechnen und werden mittlerweile mitunter als postmarxistisch bezeichnet. Es sind Antonio Negris Idee der Multitude, die ich mit Alain Badiou's Formalisierung und Ontologisierung des Ereignisses konfrontieren will, bevor ich dann als letztes den kommenden Aufstand des unsichtbaren Komitees betrachte. Die Entwürfe ergeben natürlich grob vereinfacht drei Etappen, und zwar sowohl in chronologischer als auch in systematisch-logischer Hinsicht. Chronologisch betrachtet hat der traditionelle Marxismus mit der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung der ersten Stunde begonnen, also schon zu Marx' Zeiten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der westliche und kritische Marxismus, für den auch die kritische Theorie steht, setzte dann nach der Oktoberrevolution und dem Ersten Weltkrieg ein, und der Postmarxismus schließlich hat seine Anfänge um das einschneidende Jahr 1968. Logisch gesehen ergeben sich die drei Etappen allerdings keineswegs durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung, sie sind vielmehr durch Kritik und Abgrenzung sowie durch äußere Einflüsse bestimmt. Die Entwürfe markieren also jeweils Umbrüche innerhalb der Gesellschaftskritik und die nun folgenden Entwürfe sollen vor allem diese Umbrüche und Übergänge markieren. Damit komme ich auch schon zum ersten der Entwürfe, nämlich zur klassischen Idee der Revolution im traditionellen Marxismus. Im traditionellen Marxismus gibt es allerdings entgegen der landläufigen Vorstellung gar keine geschlossene einheitliche Theorie der Revolution. Es gibt auch kein Programm und nicht mal einen zentralen Theoretiker, auch wenn sich bekanntlich durchweg auf Marx und Engels berufen wurde. Gleichwohl hat sich im traditionellen Marxismus, der immerhin von der Sozialdemokratie der ersten Stunde über die sozialistische Arbeiterbewegung und die erste und zweite Internationale bis zum Realsozialismus reichte, sehr wohl eine Art Revolutionstheorie herausgebildet. Sie beruht auf bestimmten Aussagen und Passagen von Marx und Engels und später auch von Lenin, aus denen nicht weniger entwickelt wurde als eine revolutionäre Wissenschaft. Ich will nur in drei Stichpunkten die drei zentralen Elemente dieser revolutionären Wissenschaft nennen, nämlich erstens die Entwicklung und Zuspitzung objektiver Widersprüche, die zweitens daraus folgende geschichtliche Notwendigkeit, aus der sich schließlich drittens die Aufgabe des revolutionären Subjekts ergibt. Erstens, was die objektiven Widersprüche angeht, so soll die Revolution die Aufhebung bestimmter gesellschaftlicher Widersprüche sein. Der Kommunismus ist die Folge einer logischen Konsequenz und einer objektiven Notwendigkeit. Beide ergeben sich insbesondere aus dem berühmten Widerspruch von Arbeit und Kapital.
Zweitens ist die Revolution die Folge einer bestimmten geschichtlichen Entwicklung. Die Revolution ergibt sich aus dem Fortschritt der Produktivkräfte sowie ihres Widerspruchs zu den sie fesselnden kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Sie ergibt sich aber auch aus bestimmten krisenhaften Zuspitzungen, etwa aus der Anarchie des Marktes, aus Verelendungstendenzen im Kapitalismus, sowie aus seinen inneren und äußeren Grenzen, wie zum Beispiel dem berühmten tendenziellen Fall der Profitrate. Drittens, aus den beiden Punkten ergibt sich das revolutionäre Bewusstsein, und zwar durch die Einsicht in die objektive Notwendigkeit, also in die eben genannten gesellschaftlichen Widersprüche, sowie in ihre geschichtliche Entwicklung und Zuspitzung. Dieses subjektive Bewusstsein der objektiven Notwendigkeit war die Idee der Revolution schlechthin. Es war diese Identifikation des Bewusstseins mit der objektiven Notwendigkeit, die im Klassenbewusstsein, in der Partei und schließlich im sozialistischen Staat Gestalt annehmen sollte. Diese drei Elemente der Revolutionstheorie lassen sich auf die berühmte Formel bringen, von der Klasse an sich zur Klasse für sich. Die Formel besagt, dass die kapitalistische Gesellschaft durch die gesellschaftliche Bestimmung der Arbeit und deren geradezu universellen Charakter sowie durch die enorme Entwicklung ihrer Produktivkraft einerseits quasi schon an sich kommunistisch bestimmt wird und eigentlich reif ist für den Kommunismus, dass die Arbeit andererseits aber noch gefesselt ist durch die kapitalistischen Produktions- und Eigentumsverhältnisse. Die Arbeit muss daher, was sie an sich ist, also aufgrund ihres gesamtgesellschaftlichen Charakters und ihrer geschichtlichen Entwicklung, nur noch im Bewusstsein der Klasse für sich werden, damit der Widerspruch zwischen der Arbeit und den kapitalistischen Produktionsverhältnissen erkannt und für seine Überwindung gekämpft werden kann. Damit komme ich zur nächsten Etappe, genauer zum Übergang zwischen dem traditionellen und dem sogenannten westlichen oder kritischen Marxismus, nämlich zu Lenin, Lukács und dem subjektiven Faktor. Die Erwartung an eine Revolution, die quasi deterministisch und automatisch aus der Entwicklung und Reifung des Kapitalismus folgen soll, sodass die Revolution nur noch die Exekution einer logischen wie historischen Folgerichtigkeit ist, diese Erwartungen wurden schon Anfang des 20. Jahrhunderts fragwürdig. Und es war ausgerechnet die große Revolution des 20. Jahrhunderts, die zum Überdenken zwang, nämlich die russische Oktoberrevolution. Denn in Russland sind ja gerade nicht die fortgeschrittenen Widersprüche einer entwickelten kapitalistischen Ökonomie revolutionär geworden, während die Revolution wiederum in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern, in denen sie eigentlich angestanden hätte, ausblieb. Aus der Reflexion auf diese Situation ging ein entscheidender Einwand hervor, der sich auf einen prominenten Begriff bringen lässt, nämlich den des sogenannten subjektiven Faktors. Was ist unter diesem Faktor zu verstehen? Eine erste Kritik am eben beschriebenen Objektivismus und Determinismus in der damaligen Kapitalismuskritik kam bereits von Lenin. Lenin hatte kritisiert, dass das Proletariat wörtlich spontan nur trade-unionistisches, also gewerkschaftliches und reformistisches Bewusstsein hervorbringe, aber kein revolutionäres. Im Gegenteil, ohne äußere Zutat bleibe das Bewusstsein der Arbeiterklasse in der Unmittelbarkeit der kapitalistischen Verhältnisse befangen. Bei Lenin muss daher die Partei für das fehlende revolutionäre Bewusstsein einspringen. Lenins Partei neuen Typs soll buchstäblich Partei für die Arbeit ergreifen. Für die Arbeit heißt, sie muss für die gesamtgesellschaftliche Bestimmung und für die produktive und geschichtsmächtige Kraft der Arbeit Partei ergreifen, um für die Befreiung der Arbeit von ihren kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu sorgen. Die Partei kann zwar der Arbeiterklasse das revolutionäre Bewusstsein nicht abnehmen und es kurzerhand auf sich nehmen, das hat bekanntlich erst der Stalinismus für sich beansprucht. Sie muss aber für ein fehlendes revolutionäres Bewusstsein einspringen, um dadurch wiederum für dessen revolutionäre Entwicklung zu sorgen. Auf diese Weise bestand Lenin einerseits auf der Notwendigkeit eines subjektiven Faktors, der aber bei ihm andererseits noch die Gestalt eines zentralen Repräsentanten und Vermittlers der Arbeit und ihrer Klasse annahm, eben der Partei. Diese Version des subjektiven Faktors, in der für ein fehlendes revolutionäres Bewusstsein die kommunistische Partei einspringen muss, erhielt allerdings noch eine Radikalisierung, nämlich durch Georg Lukács. Bei Lukács erhält der subjektive Faktor eine geradezu existenzialistische Wendung.
Er entwickelt sie in dem berühmten Aufsatz Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats, in der nicht weniger berühmten Aufsatzsammlung Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923. In dem besagten Aufsatz erhält der subjektive Faktor eine existenzialistische Wendung, weil für die Arbeit und für das Subjekt der Arbeit nicht mehr die Partei einspringen muss. Im Gegenteil, die kapitalistische Unmittelbarkeit bringt das Proletariat in die geradezu existenzielle Situation, für die eigene Subjektivität Partei ergreifen zu müssen, also für sich selbst. Diese Wendung gelingt bei Lukács nicht mehr, wie der traditionelle Marxismus unmittelbar von der Arbeit ausgeht, sondern von ihrer warenförmigen Verdinglichung und Entfremdung. Entsprechend sollen auch nicht mehr einfach nur die gesellschaftliche Bestimmung und die produktive Kraft der Arbeit kurzerhand in der Arbeiterklasse zu Bewusstsein kommen, sondern eben die warenförmige Verdinglichung und Entfremdung der Arbeit. Die eigentliche Pointe aber kommt erst jetzt. Für das Bewusstsein dieser warenförmigen Verdinglichung und Entfremdung muss nicht mehr die Partei einspringen, sondern das Selbstbewusstsein des Arbeiters als wahre Arbeitskraft. Denn als wahre kann die Arbeitskraft ja die eigene Verdinglichung und Entfremdung unmittelbar an sich selbst erkennen. Der Arbeiter kann allein qua Selbstbewusstsein, das heißt, indem er sich der Verdinglichung und Entfremdung seiner Arbeit bewusst wird, gleichsam Partei ergreifen für sich selbst. Wo also Lenin die Lücke zwischen der gesellschaftlichen Bestimmung der Arbeit und dem lediglich reformistischen Bewusstsein der Arbeiterklasse durch die Partei zu schließen sucht, da zielt der junge Lukács auf eine existenzielle Verschränkung. Wenn das Bewusstsein des Arbeiters nicht unmittelbar revolutionär ist, wenn es im Gegenteil Verdinglichung derselben kapitalistischen Warenform ist, die es zu überwinden gilt, dann hängt für den Arbeiter die Möglichkeit eines revolutionären Bewusstseins an der Überwindung seines eigenen kapitalistischen Bewusstseins. Mit anderen Worten, das in der kapitalistischen Unmittelbarkeit gehaltene Bewusstsein des Arbeiters muss, noch bevor es die kapitalistische Gesellschaft überwindet, durch einen Akt der Selbsterkenntnis die eigene warenförmige Verdinglichung und Entfremdung überwinden. Mehr noch, das Bewusstsein der wahren Arbeitskraft muss durch diese Selbsterkenntnis und dieselbe Selbstüberwindung zugleich so auf sich zurückkommen, dass die Arbeitskraft unmittelbar an sich, an ihrem Vermögen und ihrer Produktivkraft, die Möglichkeit des Kommunismus erkennt. Denn die wahre Arbeitskraft kann gerade durch die Verdinglichung und durch die Entfremdung ihrer Produktivkraft auf dieselbe wie auf ein Ding reflektieren. Dadurch wird ihr die Möglichkeit des Kommunismus gleichsam zum Objekt, denn der Kommunismus, das ist die unmittelbare praktische Selbstverwirklichung der Produktivkraft. Die Pointe ist also noch einmal zusammengefasst, dass die wahre Arbeitskraft durch ihre Selbsterkenntnis auf die Idee des Kommunismus kommen kann und dass diese Idee in ihrer eigenen Existenzweise liegt, sodass sie die Idee auch praktisch umsetzen kann. Während die bloße Idee des Kommunismus vorerst darin besteht, dass der Arbeitskraft die gesellschaftliche Bestimmung und die produktive Kraft durch die Warenförmigkeit ihrer Arbeit zu einem Gegenstand der Erkenntnis und der Reflexion wird, liegt die praktische Verwirklichung dieser Idee folgerichtig in der bewussten kollektiven Anwendung und Planung dieser Arbeit durch die Arbeiterklasse. Anhand der Pointe sehen wir nun auch, worin sich der subjektive Faktor bei Lukács entscheidend von Lenins Version unterscheidet. Die Revolutionierung des Bewusstseins, das ist bei Lukács nicht Aufgabe der Partei, sondern dem Bewusstsein ist, gleichsam in einem revolutionären Sprung, die eigene Überwindung aufgegeben. Dieser revolutionäre Sprung war der erste große Gegenentwurf zum Ökonomismus und Determinismus in der damaligen Kapitalismuskritik. Lukács' Aufsatz wurde zu einer Art inoffiziellem Gründungsmanifest des westlichen Marxismus und der Praxisphilosophie, ein Manifest, das fortan regelmäßig dem offiziellen Partei- und Staatskommunismus entgegengesetzt wurde, insbesondere ihrer Geschichtsteleologie, ihrer Politik der Vertröstung auf die Reife bestimmter Bedingungen, sowie ihrer Fixierung auf die Repräsentation der Arbeiterklasse durch die kommunistische Partei und den Staat. Soweit zur klassischen Revolutionstheorie sowie zu ihrer Ergänzung um einen subjektiven Faktor. Damit komme ich zu der Abkehr von den emphatischen Erwartungen an die Revolution, die die kritische Theorie vollzogen hat, genauer zu Adorno und der Revolution als Notbremse. Ähnlich wie Lukács kritisiert auch Adorno die Warenform als Totalität gesellschaftlicher Vermittlung.
Der wahren Form steht aber weder ein kritisches oder gar revolutionäres Potenzial gegenüber, noch bringt sie ein solches hervor. Musste für Lukas trotz und zugleich wegen dieser totalen warenförmigen Verdinglichung noch deren Selbstaufhebung möglich scheinen, nämlich durch die wahre Arbeitskraft, so gehört für Adorno zum kapitalistischen Verhängnis auch dessen Ausweglosigkeit. Adorno versteht seine kritische Theorie daher nicht nur als eine Reflexion auf das Versagen der Aufklärung, sondern auch auf das Versagen der Kritik, die sie erhalten hat. Während etwa Lukas zufolge die warenförmige Vermittlung in ihrem Objekt, dem Proletariat, das Subjekt ihre Aufhebung hervorruft, drängt Adorno zufolge die vergesellschaftete Gesellschaft weder von selbst zur Emanzipation, noch bringt sie ein revolutionäres Subjekt hervor. Der Nationalsozialismus lässt sich dann endgültig in keinen Fortschrittsoptimismus mehr einreihen und angesichts des Holocaust, dem absolut Negativen, muss jede Frage nach einem Sinn in der gesellschaftlichen Entwicklung verstummen. Doch Adorno misstraute nicht nur sowohl dem bürgerlichen Fortschrittsoptimismus als auch dem geschichtsphilosophischen Entwicklungsdenken des traditionellen Marxismus, sondern dem affirmativen Wesen positiver Bestimmung überhaupt. Seine Kritik tritt daher der Gesellschaft insofern konsequent negativ gegenüber, als sie sich weder an die konstitutive Kraft der Subjektivität halten möchte, noch an die Bestimmungen positivistischer Wissenschaft, noch sich dem Glauben ausliefern will an eine blind waltende List der Vernunft. Im traditionellen Marxismus erschien eine solche als negative Dialektik konzipierte Kritik als kleinbürgerlicher Fatalismus, dem aktionistischen Teil der Studentenbewegung und den neuen sozialen Bewegungen als Verlust jeder praktischen Qualität. Die Revolution hat bei Adorno daher nur noch, um mit einem Bild von Walter Benjamin zu sprechen, die Funktion einer Notbremse. Dass es nicht so weitergehe wie bisher, dass der verhängnisvolle Zug der Geschichte endlich zum Halten komme. Allerdings gab es auch im Umfeld der kritischen Theorie Versuche, die Möglichkeit einer kommunistischen Revolution weiterhin positiv in einem emphatischen Sinne zu begründen, etwa bei Herbert Marcuse und Alfredson Rethel oder heute bei Moshe Postone. Darauf soll ja allerdings nicht weiter eingegangen werden, zumal es mir vor allem darum ging, die Abkehr vom emphatischen Revolutionsbegriff zu markieren, die sich mit der kritischen Theorie verbinden lässt. Damit komme ich nach dem emphatischen Revolutionsbegriff des traditionellen Marxismus, einschließlich Lenin und Lukas, und nach der Abkehr davon im westlichen Marxismus, der gerade kurz an der kritischen Theorie Adornos dargestellt wurde, zur dritten Etappe. Sie wurde anfangs als Postmarxismus angekündigt und wird an Antonio Negri, Alain Badiou und dem unsichtbaren Komitee dargestellt. Zunächst zu Antonio Negri. Auch der Operaismus von Antonio Negri, der mittlerweile bekanntlich in den Postoperaismus übergegangen ist, nimmt eine Abkehr vom traditionellen Marxismus vor. Die Abkehr bleibt aber optimistisch bis emphatisch ausgerichtet und dadurch unterscheidet sie sich auch vom Pessimismus der kritischen Theorie. Überhaupt geht seine Abkehr vom traditionellen Marxismus weniger mit einem Rückzug und eher mit einer Art Umkehrung und Reformulierung der klassischen Revolutionstheorie einher. Wegen dieser Reformulierung ist Negri einerseits nicht wirklich ein Vertreter des Postmarxismus, andererseits kann durch die Reformulierung umso mehr der Umbruch vom Traditionellen in den Postmarxismus deutlich gemacht werden. Wie stellt sich also dieser Umbruch dar? Zunächst kritisierten in den 1960er Jahren auch Negri und andere Operaisten den Ökonomismus und Determinismus des traditionellen Marxismus sowie seine Repräsentations- und Vertröstungspolitik. Die Kritik ging hier aber mit einer Subjektivierung und Politisierung der ökonomischen Kategorien einher. Und die ergeben nun die genannte Umkehrung der klassischen Revolutionstheorie im Sinne einer Art Reformulierung. Obwohl die Reformulierung schon in den 1960er Jahren vom Operaismus vollzogen wurde, ist sie auch für den Postoperaismus noch bestimmend und wird im Folgenden an ihm ausgewiesen. Sie lässt sich am besten anschaulich machen, wenn sie der klassischen Revolutionstheorie wie in einer Art Aufzählung gegenübergestellt wird. So werden im Postoperaismus statt der körperlich praktischen Arbeit und dem Klassenbewusstsein das Arbeiterwissen, die immaterielle Arbeit und der General Intellect verherrlicht. Hauptproduktivkraft sind nicht mehr Naturwissenschaft, Technik und Maschine, sondern Sprache, Kommunikation und Informationsverarbeitung. An die Stelle des Industrieproletariats und seines zentralen Orts, der Fabrik,
treten die postfordistischen nomadisierenden Produzenten. Kapitalismus und Imperialismus heißen nun Empire und dessen Herrschaft und Ausbeutung tritt auf durch Territorialisierung, Disziplinierung und Kontrolle. Aus dem Kampf um die Arbeitszeit und den Mehrwert ist die Flucht aus der Arbeit und das Beharren auf der Unrepräsentierbarkeit und dem Überschießen des gesellschaftlichen Reichtums geworden. Und aus all dem ergibt sich, dass der Wert nicht mehr durch die Verwertung von Arbeit und Kapital gebildet wird, sondern durch eine biopolitische Inwertsetzung des General Intellects, der Kommunikation und überhaupt des Lebens. Diese Reformulierung der Kapitalismuskritik führt zu einer entsprechenden Reformulierung einer kommunistischen Revolution. Die kommunistische Bewegung muss nicht von einer kommunistischen Arbeiterpartei organisiert und geführt werden. Stattdessen ist die Multitude, also die Menge vieler, in gewisser Weise bereits unmittelbar eine molekulare Revolutionierung des Kapitalismus, nämlich durch eine ebenso schöpferisch kreative wie unrepräsentierbare Selbstorganisation. Und diese erzeugt allein aus sich heraus ihre Organe, also ohne das Zentralorgan einer Partei. Entsprechend treten an die Stelle des klassischen Revolutionsmodells mit einer Machtergreifung durch eine zentrale Staatspartei am Tag X die konstituierende Macht der Menge und der Vernetzung. Die Reformulierung wurde von mir natürlich nur vereinfacht dargestellt. Es ging mir lediglich darum, deutlich zu machen, dass im Operaismus und im Postoperaismus im Gegensatz zur kritischen Theorie kein Rückzug von der traditionellen Idee einer kommunistischen Revolution mit ihren emphatischen Erwartungen stattgefunden hat, sondern eher eine Art Umkehrung und Reformulierung. Vereinfacht zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Postoperaismus denjenigen Pol ins Spiel bringt, der dem traditionellen Marxismus entgegengesetzt ist. Während der traditionelle Marxismus den Pol der Repräsentation der Arbeit durch Avantgarde, Partei und schließlich den Staat stark gemacht hat, setzen Operaismus und Postoperaismus auf die Unrepräsentierbarkeit, die Selbstorganisation und die Spontanität von Arbeiterwissen, General Intellect und Multitude. Diese beiden Pole, die Notwendigkeit der Organisierung und der Repräsentation der Partei und des Staates auf der einen Seite und die Kritik aller Formen der Repräsentation und das Setzen auf Selbstorganisation, Selbstpräsentation und autonome politische Praxis auf der anderen, diese beiden Pole durchziehen die gesamte Gesellschaftskritik bis heute. Damit käme ich jetzt zum Bereich des Postmarxismus, aber wie angekündigt würde ich vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen. Erstens für vielleicht erste nur inhaltliche Rückfragen, noch kein Einstieg in die Diskussion. Und dann, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten oder so. Und dann kommt der zweite Teil, der ein bisschen kompliziert ist für meinen Geschmack. Aber gibt es denn erstmal dazu Fragen? Sonst kann man natürlich auch ganz am Ende nochmal hier hoch. Ich kann schon mal kurz im Hintergrund liefern. Ich glaube, das ist ja nicht allen bekannt. Ist, zum Beispiel. Wo kommt der her? Was war das für einer? Lukács hat ein sehr bewegtes Leben. Geführt. Ja, ich will nicht zu weit ausholen, das ist eine sehr wichtige Figur in der gesamten kommunistischen Theorie und Praxis des letzten Jahrhunderts. Er war ganz am Anfang sehr interessiert an ästhetischer Theorie, hat ein ziemlich bekanntes Buch geschrieben, Theorie des Romans heißt das, das ist der ganz junge Lukács. Dann hat er eine sehr stürmische Bekanntschaft mit dem Marxismus geschlossen, da war er auch noch sehr jung. Und hat dann in den Jahren von 1919, das war unmittelbar nach seiner Bekanntschaft mit dem Marxismus, bis 1922 eine ganze Reihe von Aufsätzen geschrieben. Und 1923 sind sie in diesem berühmten Sammelband Geschichte und Klassenbewusstsein herausgebracht worden. Ein Aufsatz, ein Essay sticht besonders hervor. Das ist dieser zitierte, die verdingliche und das Bewusstsein, das verdinglichte Bewusstsein des Proletariats. Genau, den Titel schon wieder verloren. Der ist relativ lang, das sind, ich weiß nicht, 100, 120 Seiten oder so. Und er hat sich von diesem Aufsatz dann in der Folgezeit mehrfach distanziert. Er hat berüchtigte Selbstkritiken geschrieben, in denen er mehr oder weniger freiwillig eingestanden hat, dass das alles Idealismus war, dass man selbstverständlich doch weiterhin eine kommunistische Partei braucht, eine vernünftige Organisation und so weiter und so fort. Das alles hat aber nicht verhindern können,
dass diese Aufsatzsammlung und insbesondere dieser eine Aufsatz, wie ich das genannt habe, zum Gründungsmanifest der Praxisphilosophie geworden ist und dass sich dieser andere Pol, den es praktisch in der gesamten Diskussion und in der gesamten politischen Praxis gegeben hat, dieser Pol, der immer diese spontaneistische Seite, die Selbstorganisation und so betont und eigentlich die traditionellen Repräsentanten der Arbeit, der Arbeiterklasse kritisiert, dass Lukács so eine Art Gründungsvater für diesen Pol geworden ist. Diese Selbstkritiken haben wirklich bereits kurz nach, er hat mehrere geschrieben, wie gesagt, kurz nach der Veröffentlichung angefangen, bereits 4 Jahre später hat er die erste geschrieben, da hat er noch nicht sich wirklich davon distanziert. Eine ganz große, wen das interessiert, Selbstkritik hat er dann in der Neuherausgabe 1967 geschrieben. Da hat er ein langes Vorwort geschrieben. Das war genau zu jenem Zeitpunkt, als mit der Studentenbewegung dann 68 in Deutschland und in anderen Ländern genau dieser junge Lukács wieder sehr, sehr populär geworden ist. Und er hat relativ hellsichtig gesagt, er hat Angst, dass genau diese spontaneistische, idealistische Seite seiner frühen, jungen Jahre jetzt irgendwie womöglich populär werden könnte. Und er ist in dieser Zeit dann richtig langweiliger Marxist-Leninist gewesen. Er hat ganz öde Bücher geschrieben, ich finde die kaum lesbar und relativ nichtssagend, aber genau. Diese Aufsatzsammlung ist auf jeden Fall lesenswert, insbesondere dieser eine zentrale Aufsatz, die Verinnerlichung und das Bewusstsein des Proletariers. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, würden wir eine kurze Pause machen. Eine Sache noch, unsere Veranstaltungsreihe wird unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Deswegen würde ich einmal diesen Zettel hier rumgeben. Da wäre es schön, wenn ihr euren Namen eintragen könnt und ja, der Rest steht auch drauf. Vielleicht nach der Pause? Oder nach der Pause. Ich fange einfach schon mal an, wer jetzt möchte oder nicht. Weiterhin humorlos vom Blatt ablesen. Ich weiß, dass das nicht so sehr verständlich ist, wie wenn man freispricht, aber es ist echt zu kompliziert. Ich kann diese Sachen dann in der Diskussion gerne nachher versuchen, noch mal ein bisschen auszuformulieren. Aber erstmal muss es straight so weitergehen, zumal die Sachen jetzt echt, wie ich finde, sehr kompliziert sind. Ich weiß nicht, wer hat schon mal was von alle bei You gelesen? Und ist das schwierig im Original? Ja. Ja, ne? Also ich finde es sehr schwierig. Und mit dem machen wir jetzt weiter, auch die Sachen vom unsichtbaren Komitee, die dann folgen, sind ja nicht ganz so einfach. Und eigentlich geht es bei beiden mir darum zu zeigen, was ist eigentlich das, was mittlerweile Postmarxismus genannt wird. Also wir hatten jetzt irgendwie den traditionellen Marxismus, den kennt man ja. Man kennt die Abgrenzung davon, also alles das, was unter westlicher Marxismus, Neomarxismus, kritischer Marxismus, kritische Theorie firmiert. Und mittlerweile gibt es etwas, was Postmarxismus genannt wird. Antonio Negri habe ich als so eine Übergangsfigur dargestellt. Und zu dem, was man Postmarxismus nennt, komme ich jetzt, nämlich zu Alain Badiou und seiner Formalisierung des Ereignisses. Bei Alain Badiou scheint die Abkehr von der Revolutionstheorie des traditionellen Marxismus noch radikaler durchgeführt worden zu sein als bei all den bisher genannten Entwürfen. Seine Abkehr vom Ökonomismus und Determinismus, von jeder Politik der Repräsentation und der Vertagung des Kommunismus auf die Reife bestimmter Bedingungen oder des richtigen Augenblicks, scheint sogar jede Verbindung radikal abzuschneiden zu den gesellschaftlichen Widersprüchen und Bedingungen, zu den politischen Kräfteverhältnissen und Bewegungen sowie zu einem Sinn in der geschichtlichen Entwicklung. Wo im Postoperaismus von Antonio Negri die Idee des Kommunismus nur von bestimmten Gestalten bereinigt wird, also von Partei und Staat, Fabrik und Arbeiterklasse, die Idee aber in den Gestalten eines Gegenentwurfs wieder aufersteht, da hat Badiou eine Bereinigung von all diesen Gestalten ohne solche Reformulierung betrieben. Mehr noch, in gewisser Weise geht es ihm sogar gerade darum, sich der Notwendigkeit zu entheben, die bestehenden Verhältnisse und Bedingungen analysieren und daraus Schlüsse ziehen zu müssen. Stattdessen geht es um die Idee des Kommunismus rein als solcher. Idee rein als solche heißt, es geht um die Reformulierung der kommunistischen Revolution als Ereignis. Und die Reformulierung findet durch die Formalisierung des Ereignisses statt. Was ist unter Formalisierung des Ereignisses zu verstehen? Zunächst kommt alles darauf an,
dass Badiou die Notwendigkeit des Kommunismus, wie gesagt, nicht mehr auf die Kritik des Bestehenden zurückführt. Also nicht auf bestimmte gesellschaftliche Widersprüche oder Bedingungen oder auch auf unverwirklichte Möglichkeiten. Die Kritik muss sich vielmehr im Bruch mit dem Bestehenden und durch eine Distanznahme vollziehen. Und Distanz nehmen meint hier vor allem die Distanz zum Staat. Diese subtraktive Logik, wie Badiou sie nennt, soll allerdings keine Abkehr von der Politik sein. Im Gegenteil, bei Badiou ist sie der politische Akt schlechthin. Sie ist der entscheidende Akt, weil sie der Akt der Entscheidung im buchstäblichen Sinne ist. Nämlich das Ereignis des Bruchs mit der bestehenden Gesellschaft im Eröffnen einer neuen. Wie immer dieser Bruch mit dem Bestehenden und die Distanznahme zum Staat sich auch vollziehen, sie werden jedenfalls zum Ereignis im starken, emphatischen Sinne nicht durch die Realisierung einer bestimmten Möglichkeit. Eine solche Realisierung geschieht Badiou zufolge immer im Status der Normalität oder der Immanenz, also in der Teilnahme an einer bestimmten historischen Situation, und der Status wird definiert durch den Staat, die Ökonomie, das Recht und so weiter. Es geht Badiou aber gerade nicht darum, Konsequenzen aus einer bestimmten Situation zu ziehen und eine bestimmte Möglichkeit zu verwirklichen. Dann wäre der Kommunismus doch wieder notwendiges Ergebnis logischer und geschichtlicher Folgerichtigkeit. Er würde also letztlich auf Fakten beruhen und er würde sich aus ihnen erklären oder gar ableiten lassen. Stattdessen muss es um die Eröffnung der Möglichkeit als solcher gehen. Das heißt, das Ereignis realisiert keine bestimmte Möglichkeit, als ob der Kommunismus eine Möglichkeit innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft wäre, sondern das Ereignis ist die Neubestimmung dessen, was möglich sein kann. Ein solches Ereignis der radikalen Neubestimmung kann überhaupt nur im Bruch mit dem Bestehenden samt all seinen Möglichkeiten eintreten. Eine radikal neue Situation muss wie eine axiomatische Setzung eintreten und das Feld des Möglichen ganz neu eröffnen und definieren. Und insofern ist die Vernunft gewaltsam und beruht auf nichts als einer Entscheidung. So unbestimmt dadurch die Idee des Kommunismus bei Badiou auch bleibt, die Idee des Kommunismus als solche verteidigen heißt, dieses Ereignis verteidigen. Mithin eine Wahrheit, die eben nicht auf Fakten und Tatsachen beruht, auch nicht in all dem, was darin an noch unverwirklichten Möglichkeiten enthalten ist, sondern die in dem liegt, was darüber hinausgeht. Die Wahrheit des Ereignisses ist das Zusätzliche, der Einbruch des Realen durch ein neues soziales Subjekt und eine radikale Neubestimmung dessen, was möglich sein kann. Das führt zu der Eigentümlichkeit, dass das revolutionäre Ereignis sowohl positiv und emphatisch begründet wird, wie im traditionellen Marxismus und auch bei Lenin und Lukács, als auch vollkommen unbestimmbar und negativ bleibt, wie in der kritischen Theorie Adornos. Diese Verbindung hängt mit einer gewissen Umkehr der herkömmlichen Begründung einer Revolution zusammen. Herkömmlicherweise wurden die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer Revolution, wie gezeigt, aus dem Bestehenden heraus begründet. Der traditionelle Marxismus etwa wollte die Notwendigkeit der Revolution noch geradewegs aus dem Kapitalismus immanent ableiten, insbesondere aus bestimmten Widersprüchen sowie fortschrittlichen und krisenhaften Tendenzen. Und auch Adornos kritische Theorie ging noch vom Bestehenden aus, vom Kapitalismus, auch wenn sie aus ihm keineswegs den Kommunismus positiv ableitete, sondern nur eine umfassende Negation des unwahren Ganzen, wie Adorno das Bestehende bekanntlich nannte. Badiou dagegen denkt nicht von der bestehenden Gesellschaft her, aber auch nicht von der kommenden, sondern eben vom Ereignis. Vom Ereignis des Umbruchs der Bestehenden in eine ganz andere Gesellschaft. Es ist hier genau darauf zu achten, was das Denken vom Ereignis her verlangt und worin die Radikalität eines solchen Denkens liegen soll. Die Revolution wird dasjenige Ereignis gewesen sein, das seine Begründung nicht etwa, wie es auf den ersten Blick scheint, nachträglich stiftet, also erst aus dem Kommunismus heraus oder retroaktiv. Die Revolution wird umgekehrt ein Ereignis dadurch gewesen sein, dass sie zum Unbegründeten wird. Das Ereignis Kommunismus wird also nicht nur das gewesen sein, was aus dem vorherigen, aus dem Kapitalismus, nicht zureichend wird begründet werden können, sondern der Kommunismus wird das Unbegründete geworden sein, weil er einerseits weder aus bestimmten Bedingungen oder aus einer irgendwie reifen Situation mit Notwendigkeit folgte und andererseits durch das Überschießende und Zusätzliche gekommen sein wird.
Es ist dieses Überschießende, das zusätzlich als das Überzählige im Spiel ist und insofern das Unbegründete begründet. Der Kommunismus entzieht sich also darum einer theoretischen wissenschaftlichen Begründung, weil er schlicht das Unbegründbare ist. Und genau das, diese Unbegründbarkeit, will Badiou durch das Denken vom Ereignis her herausstellen. Entsprechend muss auch das Ereignis selbst, also die Revolution, letztlich unbegründbar sein. Darum scheint dieses Denken vom Ereignis her rein formal zu bleiben. Gleichwohl soll die rein formale Begründung des Ereignisses kein inhaltsloser, leerer Formalismus sein. Vielmehr soll gerade die Formalisierung eine Art revolutionäre Ethik sein. Die Idee des Kommunismus ist der Glaube an die Objektivität subjektiver Entscheidungen und die Treue zu einem subjektiven Ereignis, das doch über die Objektivität entscheidet. Und gegenüber einem solchen subjektiven und zugleich objektiven Ereignis gibt es bei Badiou keine erwartende oder abwartende Haltung. Während zum Beispiel Derridas schwacher Messianismus eine ab- und erwartende Haltung einnimmt, wenn er sich gastfreundlich gegenüber dem Ereignis zeigen will, auf das es eintreten möge, besteht bei Badiou die revolutionäre Ungeduld darin, dem Ereignis schon vor seinem Eintreten die Treue zu halten. Treue halten heißt also nicht, einfach auf ein zukünftiges Ereignis zu setzen. Vielmehr ist diese Setzung ja schon auf Seiten der Subjektivität eine Entscheidung für einen Kommunismus, für den es zwar keine objektiven Gründe gibt, der aber gerade darum nicht ohne diese Entscheidung wird eintreten können. Hier erst kommen wir zur eigentlichen Pointe, nämlich zur unmittelbaren Verbindung oder besser Übereinkunft von Ereignis und Subjektivität. Wenn ich gesagt habe, dass die Bedingungen für eine Revolution nie zureichend und reif sein werden, wenn die Revolution im Gegenteil immer Ereignis sein wird darum, weil sie mit dem Bestehenden radikal brechen und sozusagen unzeitgemäß über das Bestehende hinausgehen muss, so ist dadurch exakt definiert, was Subjektivität in ihrer reinen Form ist, nämlich genau das, was in dieser Differenz eintritt. Das Subjekt muss die Lücke schließen zwischen dem Bestehenden und dem radikal Neuen, aber es schließt diese Lücke nur, indem es sie als Lücke allererst eröffnet und bezeugt. Es fällt eine Entscheidung, die nicht auf Fakten beruht, die aber auch nicht in haltlosem Glauben gründet, sondern indem es im Bruch mit dem Bestehenden die Unbegründbarkeit des Kommunismus eröffnet und ihr die Treue hält, wird es ihn bewahrheiten. Es wird nun auch deutlich, warum in der Übereinkunft von Ereignis und Subjektivität die eigentliche Pointe liegt. Denn diese Übereinkunft zeitigt nichts weniger als die Wahrheit. Nach Badiou liegt Wahrheit nämlich nicht, wie herkömmlicherweise angenommen wird, in der Übereinstimmung zwischen Denken und Sein oder Begriff und Wirklichkeit oder Subjekt und Objekt. Diese Übereinstimmung ist nur so etwas wie Richtigkeit. Wahrheit liegt im Gegenteil im Überschreiten dieser Entsprechung und in der Entscheidung für das, was darüber hinausgeht. Die Wahrheit des Kommunismus wird nicht darin gründen, dass er objektiven gesellschaftlichen Bedingungen oder einer gesellschaftlichen oder geschichtlichen Notwendigkeit entspricht. Er wird sich im Hinausgehen darüber begründen müssen. Damit komme ich zu einer weiteren Version des Postmarxismus, nämlich zur existenzialen Haltung des unsichtbaren Komitees. Die Schrift Der kommende Aufstand des unsichtbaren Komitees kann, was immer man auch von ihr halten mag, in zweifacher Hinsicht der Orientierung dienen. Zum einen, weil es die Schrift zur aktuellen und geradezu weltweiten politischen Situation zu sein scheint. Zum anderen, weil es bestimmte Konsequenzen aus den bisher genannten Revolutionstheorien sowie aus der neueren französischen Philosophie zieht. Ich will daher die Auseinandersetzung mit dem kommenden Aufstand für eine Art Bestandsaufnahme nutzen. Es wird also weniger um die Idee der Schrift gehen, als vielmehr darum, mit ihrer Hilfe die postmarxistische Diskussion um den Begriff des Kommunismus zu erschließen. Was die aktuelle politische Situation angeht, so scheint ja der Begriff Aufstand tatsächlich die gegenwärtige Gestalt des Sozialprotests auf den Begriff zu bringen. So wie Empire von Negri und Hart vor 10 Jahren der Vernetzung und der Globalisierung, dem Siegeszug des Internet und des Computers
und überhaupt der Produktion von Bedeutung durch Vernetzung und durch die Kommunikation von Zeichen eine angemessene Gesellschaftskritik zu liefern schien, so scheint der heutigen Situation der kommende Aufstand eine zeitgemäße Kritik zu liefern. Insbesondere dem plötzlichen Aufbrechen relativ spontaner und unorganisierter Proteste auf der ganzen Welt. Das ist sicher auch einer der Gründe für die große mediale Aufmerksamkeit und für den Erfolg der Schrift. Auch das unsichtbare Komitee denkt also die heutige Situation von einem Ereignis im starken und emphatischen Sinne Badiou's her. Nur dass dasjenige Ereignis, auf das der kommende Aufstand zielt, eben wie der Titel schon sagt, der Aufstand ist. Und wie bei Badiou markiert auch das Denken vom Aufstand her einerseits eine Abkehr vom Zwang, den Kommunismus durch eine empirische Analyse oder durch eine kategoriale Entwicklung des Bestehenden begründen zu müssen, wie man das etwa von der Soziologie oder vom Marxismus her kennt. Andererseits ist auch hier das Denken vom Aufstand her eine Hinwendung, nämlich die Hinwendung zur Logik des Aufstands, wenn der Begriff Logik hier überhaupt noch passt. Das heißt, es geht darum, von jenem plötzlichen Eintritt, von jenem gewaltsamen Umbruch her zu denken, der einen Zustand radikal überschreitet und verändert und etwas ganz Neues herstellt, der also schlicht ein gesellschaftlicher Umbruch oder gar eine Revolution ist. Genauer betrachtet geht es darum, vom kommenden Aufstand her zu denken, oder besser vom Aufstand, der im Kommen ist. Dass er im Kommen ist, heißt, er ist im Grunde schon da, auch wenn er noch nicht ausgebrochen ist. Entscheidend ist nämlich, dass er jederzeit und spontan ausbrechen kann, weil die objektiven Bedingungen dafür schon da sind oder besser, weil wir auf keine irgendwie reife, revolutionäre Situation erst noch zu warten oder hinzuarbeiten brauchen. Allerdings gibt es genau darum noch ein zweites Ereignis, von dem her gedacht werden muss, nämlich die Entscheidung. Der Aufstand kann zwar jederzeit und überall ausbrechen, aber damit er ausbricht, ist noch eine Entscheidung notwendig. Damit ist nicht nur die Entscheidung im großen Ganzen gemeint, sondern auch ein buchstäbliches Aufstehen des Einzelnen. Es geht letztlich um eine zutiefst subjektive Entscheidung, nämlich um die rein subjektive Entscheidung für einen Aufstand oder für jenes Ereignis im großen Ganzen. Als zweiter Grund dafür, dass uns der kommende Aufstand der Orientierung in der gegenwärtigen Situation dienen kann, wurde die Verarbeitung des radikalen Gehalts der neueren französischen Philosophie genannt. Derjenigen Philosophie also, die wie keine andere für die aktuelle Gesellschaftskritik bestimmt wurde. Hier sind natürlich jene Philosophen wichtig, die wie der eben vorgestellte Alain Badiou um das Ereignis oder die wie Giorgio Agamben und Jean-Luc Nancy um Begriffe wie Ausnahmezustand oder die kommende oder unverfügbare Gemeinschaft kreisen. Über sie kommen auch die viel bemerkten und zum Teil kritisierten Anschlüsse an Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin, Ernst Jünger, Karl Schmidt, Hannah Arendt, Georges Sorel und andere. Beides hat zu einer Kritik geführt, die oben bereits als existenziale Kritik bezeichnet wurde, und im Folgenden soll nun geklärt werden, was darunter zu verstehen ist. Das Existenziale soll an jenem angesprochenen Umbruch in der Gesellschaftskritik festgemacht werden, der sich in den 60er Jahren vollzogen hat und den eigentlich alle neueren Kritiken teilen, so sehr sich ansonsten auch zum Beispiel der Postoperaismus, die neue Marx-Lektüre oder eben die existenziale Kritik des Komitees voneinander unterscheiden. Der Umbruch lässt sich an einem bestimmten Begriff festmachen, nämlich an dem der Repräsentation. Die Kritik der Repräsentation, so meine These, ist so etwas wie ein gemeinsamer Nenner all der verschiedenen Gesellschaftskritiken, die in den 60er Jahren aus dem endgültigen Bruch mit dem traditionellen Marxismus hervorgehen. Der kommende Aufstand jedenfalls wird verständlich, wenn er von der Kritik der Repräsentation her interpretiert wird. Dann wird übrigens auch verständlicher, worin genau der Bruch mit der traditionellen Gesellschaftskritik eigentlich besteht, womit also all die neueren Gesellschaftskritiken eigentlich gebrochen haben. Um zur existenziellen Kritik zu gelangen, muss also zunächst geklärt werden, was Kritik der Repräsentation bedeutet. Diese Kritik geht, vereinfacht gesagt, von der Krise und vielleicht sogar von der Unmöglichkeit der Repräsentation aus. Die Kritik hat dadurch schlagwortartig gesprochen die postmoderne Situation ausgerufen. Mit ihr ist nicht gemeint, dass Repräsentation letztlich scheitern muss,
weil jede Identifikation, jede Aneignung und jede Bestimmung immer ungenügend bleibt und ihr immer etwas entgeht. Es geht auch nicht darum, dass die verschiedenen Formen der Repräsentation, etwa die Form der Politik und des Rechts, die wissenschaftliche Rationalität oder auch das begrifflich rationale Denken, als Herrschaftsform zu entlarven, als gewaltsame Setzung oder Reduzierung, als Nivellierung oder Abstraktion. In diese Richtung ging vor allem noch die kritische Theorie, die eher in den Bereich der Vorbereitung jener radikalen Kritik der Repräsentation gehört. Zudem kommt die in den 60er Jahren aufkommende Kritik der Repräsentation weniger von der kritischen Theorie her, als vom Existenzialismus und der negativen Theologie, von dem von Nietzsche ausgerufenen Tod Gottes und von Heideggers Dekonstruktion der Metaphysik. Die Kritik der Repräsentation stellt vielmehr die Techniken in Frage, die das Ökonomische, das Politische, das Moralische und das Ethische und so weiter repräsentierbar machen. Unter diesen Techniken sind etwa das Geld, Recht und Gesetz, der Staat und seine Institutionen verstehen, aber auch der Diskurs oder die Biomacht. All diese Techniken haben gemeinsam, diejenigen Bereiche erst herzustellen, die sie zugleich repräsentieren und durch die Repräsentation erst bestimmbar, kontrollierbar und beherrschbar machen. So wird zum Beispiel die Ökonomie oder das Ökonomische durch Geld, Lohn, Preise und so weiter repräsentiert. Die Politik oder das Politische wird repräsentiert durch den Staat, die Parteien, das Parlament und so weiter. Die Gerechtigkeit durch Recht und Gesetz, um nur die wichtigsten Bereiche in der Gesellschaft zu nennen. Sogar das Leben wird durch bestimmte Repräsentationstechniken beherrschbar gemacht, nämlich durch die sogenannte Biopolitik. Und die Kritik der Repräsentation geht sogar noch weiter als bis zu dieser biopolitischen Kontrolle des Lebens, nämlich bis zum Denken und zur Vernunft, die ja ebenfalls durch Begriff und Sprache, Symbole und Zeichen Repräsentation für sich haben, durch die sie sich präsentieren müssen, damit sie, um es philosophisch auszudrücken, ihr Sein erhalten. Ich will hier nicht tiefer in diese Kritik einsteigen. Das würde eine genauere Aufarbeitung der strukturalistischen, poststrukturalistischen und dekonstruktiven Theorie verlangen. Es muss ausreichen festzuhalten, dass der Bruch mit der Logik der Repräsentation für die Gesellschaftskritik in ihrer Gesamtheit einschneidend ist, denn er betrifft letztlich alle Formen der Repräsentation. Er betrifft also nicht nur diejenigen Repräsentationen, die auf Seiten der kapitalistischen Gesellschaft dieselbe beherrschbar und steuerbar, berechenbar und kalkulierbar machen. Der Bruch betrifft auch die Repräsentationen auf Seiten der Gesellschaftskritik. Das gilt vor allem für diejenige Gesellschaftskritik, die im Namen der Arbeit auftrat und die Arbeit durch Partei und Staat angemessen repräsentieren wollte, wie zum Beispiel der traditionelle Marxismus. Das gilt aber auch für all die Versuche, das Unterdrückte und Marginalisierte, das Ausgeschlossene und Nicht-Aufgehende und so weiter repräsentierbar zu machen. In all diesen Gestalten der Gesellschaftskritik ist das Problem nicht, dass noch nicht die richtige, angemessene Repräsentation gefunden wurde oder dass sie noch nicht durchgesetzt ist. Das Problem ist die Repräsentation als solche. Und weil es um Repräsentation als solche geht, muss nicht nur eine Politik mit revolutionärem Anspruch der Kritik verfolgen, sondern auch die öde liberale Politik um bestimmte Interessen oder um Anerkennung. So sehr es auch notwendig bleiben mag, etwa für die Rechte und Interessen von Minderheiten und Unterdrückten einzutreten, von Migrantinnen, Schwulen und Lesben, Marginalisierten und Prekarisierten und so weiter und so fort, so sehr verbleibt das doch in den Formen und in der Logik von Repräsentations- und Anerkennungspolitik. Dennoch ist diese radikale Kritik keine bloße Abkehr von der Repräsentation oder gar ihre endgültige Erledigung. Es geht vielmehr nun gerade um das, was vom Kapitalismus hervorgebracht wird, aber sozusagen von vornherein und grundsätzlich nicht angemessen repräsentierbar, integrierbar und beherrschbar ist. Sei es ökonomisch oder politisch, juristisch oder ethisch-moralisch. Mehr noch, es geht um das, was für die kapitalistische Gesellschaft schlechthin steht, sozusagen für ihr Sein, das aber nicht als solches repräsentiert werden kann, das im Gegenteil unterdrückt und geleugnet, verdrängt und negiert wird. Dieser eigentümlichen, gespenstigen Gestalt hat zuerst Hegel im Pöbel einen Namen gegeben. Pöbel meint hier noch diejenigen, die aufgrund der kapitalistischen Ökonomie zum Arbeiten gezwungen sind
und doch ihr Überleben durch eine eigene Arbeit nicht sichern können. Die also von derselben Ökonomie hervorgebracht werden, die sie zugleich nicht integrieren kann. Marx hat dann bekanntlich diese Idee radikalisiert und das Proletariat zur universellen und zugleich unterdrückten, verleugneten und negierten Klasse ausgerufen. Im Gegensatz zum Pöbel bei Hegel ist das Proletariat bei Marx mehr als nur der spezifisch kapitalistische und doch nicht integrierbare Teil. Das Proletariat steht für die Notwendigkeit der Abschaffung und Überwindung des Kapitalismus. Diese entscheidende Stellung des Proletariats für die Revolution ist bekannt und braucht nicht weiter ausgeführt werden. Vielmehr ist nun genau darauf zu achten, inwiefern im Postmarxismus die angekündigte Wendung stattgefunden hat, wenn nicht gegenüber Marx selbst, so doch gegenüber dem Marxismus. Jene Wendung also, die zu dem Zusatz Postmarxismus geführt hat und die auf treffende Weise eine Verlegenheit anzeigt, nämlich kein klassischer Marxismus mehr, aber auch nicht ganz davon zu trennen. Worin besteht also diese Wendung, die zum Postmarxismus geführt hat? Es geht im Postmarxismus nicht darum, für eine angemessene Repräsentation der Arbeiter in einer anderen sozialistischen Gesellschaft zu kämpfen oder gar für ihre Integration in die bestehenden Gesellschaft. All das verbliebe im Horizont des Liberalismus, der Demokratie und einer Politik der Anerkennung und des Normativen à la Habermas und Axel Honneth. Es geht um denjenigen besonderen Teil, der zwar von der kapitalistischen Gesellschaft notwendig hervorgebracht wird, wie der Pöbel oder das Proletariat, der aber keinen Anteil nimmt und nicht nur nicht repräsentierbar wird, sondern der das Unrepräsentierbare ist, das gerade über die Verhältnisse hinausgeht oder zumindest in ihn eingeschlossen ist als das Ausgeschlossene. Allerdings geht es nun nicht darum, dass dieses Ein- und zugleich Ausgeschlossene darum unrepräsentierbar ist, weil es schon die zukünftige, die andere, die kommunistische Gesellschaft vorwegnimmt, dann wäre es ja doch wieder ein Repräsentant, nämlich eben dieser kommenden kommunistischen Gesellschaft. Das Revolutionäre muss vielmehr derjenige Teil der Gesellschaft sein, der nicht nur von ihr hervorgebracht wird, ohne integrierbar zu sein und eine angemessene Repräsentation zu finden, sondern der genauso wenig bereits für eine zukünftige Gesellschaft steht. Diese Wendung und mit ihr das Post im Postmarxismus lässt sich am besten wieder am revolutionären Subjekt ausweisen, also an der Arbeiterklasse. Der traditionelle Marxismus ging ja davon aus, dass die Arbeiterklasse einerseits die gesellschaftliche Bestimmung und die produktive Kraft der Arbeit repräsentiert und unmittelbar verkörpert, andererseits aber im Kapitalismus enteignet, ausgebeutet und fremdbestimmt ist. Darum repräsentiert die Arbeiterklasse sozusagen den kommenden oder zukünftigen Sozialismus. Die umgekehrte Argumentation lautet nun, dass die Arbeiterklasse revolutionär ist, nicht nur, weil sie im Kapitalismus eben diese ausgebeutete, negierte und fremdbestimmte Klasse ist, sondern weil sie sich auch für den Kommunismus negieren muss. Sie repräsentiert den Kommunismus nur insofern, als sie sozusagen nur für die Notwendigkeit der Selbstnegation steht. Hier können wir auch kurz wieder einen Bogen schlagen, zurück zum unsichtbaren Komitee. Auch das unsichtbare Komitee beruft sich auf diese nicht repräsentierbaren, etwa auf die Jugendlichen in den Pariser oder Londoner Vorstädten. Sie berufen sich jedoch darauf, ohne dass das genau in die Stellvertreterpolitik und in diejenige Logik der Repräsentation zurückführen soll, die zur Kritik ansteht. Es geht dem Komitee daher weniger darum, sich auf all die Unrepräsentierbaren zu berufen, als selber Teil dieses Unrepräsentierbaren zu werden. Es geht darum, wie der Name Unsichtbares Komitee verrät, Teil der Teilnahmslosen zu werden. Teilnahmslos nicht im Sinne von Inaktivität, sondern im Gegenteil im Sinne von Verweigerung, von aktivem Ausstieg oder von Sabotage. Das Nichtrepräsentierbare betrifft im Postmarxismus nicht nur das Subjekt der Revolution, sondern auch ihr Objekt, also ihren Inhalt oder den Kommunismus. Auch der Kommunismus ist nur mehr ein leerer Signifikant, das heißt, er bleibt leer und ist doch der Name für nichts weniger als das Universelle. Ja, der Kommunismus repräsentiert das Unrepräsentierbare schlechthin. Nämlich die absolute Gerechtigkeit, die unendliche Vielfalt, die kommende Gemeinschaft, mithin das endgültige Ende aller Formen der Repräsentation oder vielmehr der Notwendigkeit der Repräsentation als solcher.
Genauer betrachtet ergibt sich aus der Unbegründbarkeit und Unrepräsentierbarkeit des Kommunismus wieder diejenige Wendung, für die der Name Postmarxismus stehen soll. Die Idee in all den bisher vorgestellten Ideen des Kommunismus war ja stets, die objektive Notwendigkeit des Kommunismus in der Realität der kapitalistischen Gesellschaft selber zu repräsentieren. So wollte der traditionelle Marxismus den Kommunismus in der universellen Bestimmung der Arbeit repräsentieren. Die kritische Theorie Adornos präsentierte dann zwar nicht mehr den Kommunismus innerhalb des Kapitalismus, aber doch die Notwendigkeit der Negation des Kapitalismus, insbesondere im sogenannten Nicht-Identischen. Negri nahm schließlich eine Mittelstellung ein, weil er in der Multitude einerseits den Kommunismus präsentierte, ähnlich wie der traditionelle Marxismus den Kommunismus in der Arbeit präsentieren wollte. Andererseits bleibt bei Antonio Negri aber der Kommunismus der Multitude negativ und unrepräsentierbar. Das unsichtbare Komitee unterscheidet sich nun sowohl vom traditionellen Marxismus als auch von der kritischen Theorie als auch von Negri. Wie im traditionellen Marxismus und bei Negri sind zwar die Bedingungen der Revolution schon da, aber wie in der kritischen Theorie nur auf eine negative Weise. Im Gegensatz zum Pessimismus der kritischen Theorie wird aber genau das affirmiert und sozusagen ins Positive gewendet. Gerade weil der Kommunismus nicht aus dem Bestehenden heraus begründet werden kann und gerade weil es um eine radikale und umfassende Negation gehen muss, sind die Bedingungen für einen solchen Bruch tatsächlich von der Gesellschaft gegeben. Sie sind objektiv und doch nur negativ gegeben, nämlich so, dass es die Subjektivität sein wird, die für eine objektive Entscheidung sorgen muss. Der Kommunismus verlangt darum eine ebenso radikale wie subjektive Entscheidung, denn wenn er in der Realität fehlt und fehlen muss, weil er sich entzieht und überhaupt das schlechthin Unrepräsentierbare sein muss, dann kann er nur durch einen subjektiven Einsatz präsent werden und hieraus resultiert diese existenziale Haltung des unsichtbaren Komitees. Mit dem Denken vom Ereignis oder vom kommenden Aufstand sowie von einem radikal subjektiven Akt her tritt zudem eine wichtige Differenz ein, mit der sich zum Abschluss die existenziale Haltung des Komitees, aber auch die Besonderheit des Postmarxismus insgesamt noch einmal deutlich machen lässt, nämlich die Differenz zwischen der Politik und dem Politischen. Auch diese Differenz geht auf die neuere französische Philosophie zurück. Sie wird in diesem Buch gleich am Anfang erwähnt und dann gegen Ende vor allem auch noch ausführlicher ausgeführt. Demnach ist Politik das, was die demokratischen Parteien, aber auch ihre linken Kritiker und Gegner betreiben. Politik ist auf die oben genannte Analyse und Repräsentation des Bestehenden angewiesen, auf die Interpretation der aktuellen Interessen und Kräfteverhältnisse, auf bestimmte Schlüsse daraus und sie führt in konstruktive Kritik, verlangt Organisierung und endet schließlich im Milieu, in der Vollversammlung und in der Anästhesie, wie es in der Schrift heißt. Die Frage nach dem Politischen dagegen delegitimiert und dekonstruiert alle Gestalten, die als Repräsentation auftreten und sich etwa durch die Repräsentation Gottes oder der Arbeit, der Nation oder des Volkes oder auch der Vernunft begründen wollen. Es ist dieser Bruch mit allen Versuchen, Politik positiv zu begründen und sie auf einen letzten Grund zurückzuführen oder daraus abzuleiten, der die Frage nach dem Politischen eröffnet. Das heißt nach der unmittelbaren, nicht mehr repräsentativ vermittelten Verbindung oder Vereinigung zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, mithin nach der ebenso produktiven wie dekonstruktiven Kraft des Ereignisses, nach der Freiheit der Entscheidung, nach dem ebenso öffentlichen wie unverfügbaren Charakter der Praxis und so weiter. Soweit zu den Entwürfen einer kommunistischen Revolution. Wie gesagt, ich habe absichtlich mit Vereinfachung und Zuspitzung gearbeitet, um eine Systematik und eine Entwicklung deutlich zu machen. Natürlich ließen sich noch eine ganze Reihe weiterer wichtiger Entwürfe und Autoren einfügen, wie von A wie Althusser bis Z wie Žižek. Vor allem hätte nach dem Denken vom Ereignis und vom kommenden Aufstand das Denken von der kommenden Gemeinschaft eine eigenständige Würdigung verdient. Dieses Denken zeichnet sich, hat es vorhin schon einmal genannt, durch einen schwachen Messianismus aus, der von Benjamin herkommt und sich etwa bei Derrida, Giorgio Agamben oder Jean-Luc Nancy finden lässt. Ich glaube jedenfalls, dass das bescheidene Ziel aller Kommunisten und Kommunistinnen sein muss,
überhaupt erst einmal Orientierung darüber zu gewinnen, nicht was der Kommunismus ist, sondern warum genau das undenkbar ist. Warum also der Kommunismus, obwohl er sich doch aus unserer Gesellschaft geradezu immanent ergeben muss, gleichwohl unserem Denken und Handeln entzogen bleibt. Das war's, vielen Dank.